Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports, und willkommen zurück zu World of Tanks, zum ATI-Alltag. Wir sitzen heute in der S51 mit der 152mm Kanone gespielt. Und äh, im Grunde muss man sagen, zur SU14-1 hat sich hier nicht wirklich was verändert. Die Kanone, was DPM und alles Mögliche angeht, ist fast identisch. Wir haben eine minimal schlechtere Einziehzeit als auf der äh, SU14-1. Dafür etwas bessere Softstats. Aber, und das muss man hier wirklich mal anführen, die S51 ist vom Leistungsgewicht her deutlich schlechter. Ähm, 12,63 zu 15,22 auf der SU-141. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen mehr Panzer an der Wanne, aber ey komm, ähm, das ist, glaube ich, relativ irrelevant. Richtbereich nach links und rechts ist der gleiche. Also insgesamt eigentlich fast eine identische Artillerie. Muss man sich auch nicht wundern, warum die SU14.1 da im Grunde ähm, das Sammelfahrzeug ist. Im Grunde könnte man die auch rausnehmen. Ähm, das komische ist halt einfach nur, warum. Also warum machen sie sie nicht gleich identisch? Also warum, warum ist, ist sie jetzt hier unbedingt schlechter? Feind Tech Tree-Fahrzeug. Aber gut. Na, ein bisschen top-Tier. In der zweiten Runde gibt es dann wieder ein Replay von euch. Und äh, wir gucken mal, was wir hier Schönes machen können. Oh Gott, die Einziehzeit ist natürlich so ein bisschen ein klitzekleines Problem und auch der Richtbereich. Ihr seht es schon. Oh, irgendjemand wird getroffen haben. So jetzt kommen hier Lights durch die Mitte. Das gefällt mir nicht. GW Panther hat sich darüber gestellt. Das ist halt immer so ein bisschen ein Risiko. Bleibst du in der Mitte stehen, wirst du eventuell von Lights gespottet. Fährst du nach drüben und die pushen die, die eine Seite, wirst du halt auch bloß weggerotzt. Mist. Ich habe gedacht, er fährt noch rein. Aber er bleibt tatsächlich hinter dem Busch stehen. Wir haben hier fantastische Null Damage bisher und wir sehen schon die rechte Flanke. Auf der Karte gesehen wird da schon ein bisschen gepusht. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier. Ja, genau. Er spottet uns da durch. Vorhin hat er uns nicht gespottet. Äh, verdammt. Das ist das, was ich meinte. Das ist das große Problem auf dieser Map. Und das Problem ist jetzt auch, dass wir höchstwahrscheinlich jetzt super einfach gecountert werden können. Und ich bewege mich jetzt erstmal hier aus dem Spotbereich raus. Ärgerlich. Aber es steht 1 zu 0. Hier ist noch nicht so viel passiert. Außer dass der Thunderbolt jetzt auch noch in die Mitte kommt. Komm ich auf den S Ne, auf den TN70 komme ich nicht drauf. Thunderbolt ist wieder zu. Okay, dann versuchen wir es nochmal hier drüben. Einziehen des Todes. Einziehen des Todes. Einziehen des Todes. Immer noch einziehen. Jetzt kann der Schuss raus. Und wir kommen zu spät. Toll. Freude. Äh, wir haben noch keinen einzigen Damage gemacht. Ähm so, T34. Einzielen des Todes. Einzielen des Todes. Einzielen des Todes. Immer noch einzielen des Todes und er ist raus. Okay. So, Thunderbolt. Einzielen des Todes. Einzielen des Todes. Und der ist wieder ein Deko. Ich raste hier aus. So, komm, t 70 okay, wir schießen drüber. Ähm. So, noch ein Thunderbolt. Einzielen des Todes. <laughs> Einzielen des Todes. Ja, es ist ein bisschen monoton heute. Wir ziehen einfach die ganze Zeit ein. Na komm, fahr zurück! <laughs> Gottes Willen! Ja, ähm, wir haben immer noch nichts gemacht. Irgendwie hatte ich das mit der. Also, die SU14.1 äh, SU war gefühlt irgendwie besser. So kriegen wir jetzt vielleicht jetzt einen Schuss auf den Thunderbolt. Kannst du mal stehen bleiben? Fahr zurück! Wow, wir stunnen ihn. Ähm. Okay. Wir haben immer noch keinen Damage. Es schießt auch keiner auf das, was wir stunnen. Also, ähm. Okay. Ich glaube, der Schuss könnte Schaden gemacht haben. So, Type. Ja, gut, okay. So, Thunderbolt pusht den KV2. Kommt nicht durch. Rammt an ihm. Nehmt ihn raus. Gut. Ähm, so. Jackson. Ja, komme ich nicht ran. Doch, jetzt komme ich ran. Jo. Ähm. Unser T37 könnt ihr ja mal versuchen, ähm, den Type irgendwie abzufangen, damit er jetzt nicht auch unsere Artis und mich holt. So, da ist die 14-1. Da steht nichts. Die fährt runter. Snapshot. Der Snapshot hat getroffen auf das Frack. Ähm, okay, T37 fährt. Es fährt noch ein E25 und ein T78. Wir haben noch kein Damage. Okay, also so scheiße hatte ich das jetzt irgendwie nicht erhofft. Hey! 21 Damage! Mensch! Oh, immerhin. Sie durchschlägt ihn und damit kriegen wir den fetten Support Damage. Ja! Also ich meine, das hätte sie von Anfang an machen können, dann hätten wir auch hier eine gute Runde erzielt, aber ähm, so ist es natürlich jetzt sehr, sehr dürftig. Ähm, ja, 305 Damage, 714 Support. Und irgendwie war das jetzt nicht so wirklich erquickend. Aber das Problem ist halt, also das, ich habe es ja gesagt, ne? Die Einzelzeit ist zwar nur um 0,1 Sekunden schlechter, aber jede, jedes Zehntel ist halt wichtig. Gerade bei so einer Artillerie wie der su 141 1 beziehungsweise jetzt hier der S-51. Wow, damit gibt es sogar eine dritte Klasse, weil halt. Ähm, weil sie halt so einen engen Richtbereich hat, ne? Also wir machen. Ja, wir treffen doch irgendwas blind. 487 insgesamt. Aber. Ja, nee, zufriedenstellend war das nicht. Und ihr seht ja schon, was ich hier als Setup drin habe. Ich habe ja schon den Richtantrieb auf dem Feuerkraftslot, plus die Direktiven, plus die Verbrauchsgüter. Und trotzdem ist das eine Einzelzeit aus der Hölle. Und das ist aber auch der Grund, warum ich immer noch die kleine Kanone auf den Artis hier spiele und nicht die große Kanone, weil da wirst du wirklich, also ähm, das wird dann richtig unangenehm. Aber sei es drum, wir schauen mal ins Replay. Und damit geht es weiter in die zweite Runde. Malinovka, eine vielleicht sogar noch etwas bessere Map als Steppen in der ersten Runde bei mir. Wobei das ja, ihr habt gesehen, nicht wirklich was zu bedeuten hatte in dem Moment. Wir sehen w 30 auch hier S51 mit der 152mm Kanone gespielt. Ich gucke jetzt mal auf die Drehfreudigkeiten, weil ich ja vorhin die S51 ein bisschen schlechter dargestellt habe als die ähm, su 141 ja, die Drehfreudigkeiten, also die Wannendrehfreudigkeiten sind etwas besser. Aber trotzdem immer noch schlechter als, der als auf der GW Panther, der Crusader SP oder der M12. Und das ist halt auf so einer Artillerie, die äh, so einen Enggerichtbereich hat, einfach nicht cool. So, da ist schon einiges offen. Es ist ein Standardgefecht. Es ist ein Mittiergefecht gegen Sechser und Achter. Und... Hier am Anfang ein bisschen Geduld auf den VK. Na. Ich hätte jetzt in den Busch reingezielt. Da der Even 90 ist auch schon offen, kriegt da auch schon Damage, ist da auch schon One-Shot. Das ist ein, relativ wichtig. Denn so ein Even 90 auf so einer Karte hier, das kann schon mal ähm, sehr, sehr ekelhaft werden. Mal gucken, ob der jetzt hier rausgeht. Na. Da kann man mal hinschießen. Kommt mal gucken, einfach mal was passiert. Nicht? Okay, ich hätte den Schuss genommen, weil gerade ELC wäre schon relevant gewesen. Pavlak links in der Senke. Okay, hat sich erledigt, ist raus. Und oh, nie in der Basis. Ja, okay, jetzt ist der ELC wieder offen. Da hättest du auch den ersten Schuss nehmen können, wenn du jetzt wieder die 1C zeit verwendest, um da auf den ELC zu schießen. Jetzt musst du aber den Schuss auch mal nehmen. Ansonsten hättest du jetzt auch den Uni. Warum nicht gleich den Uni? Warum die Einzelzeit auf den ELC verwenden, wenn du eh nicht drauf schießt? Weil es ist von Anfang an klar, dass, ähm, dass der äh, da nicht besser rauskommt. So, war das jetzt HE1? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. War ein Stun dabei? Ähm, jo, das ist HE1. Ich bin immer, ich kann mir das immer nicht merken bei den Symbolen unten. Und manchmal sind die ja auch vertauscht. Man kann die ja auch die Reihenfolge vertauschen. So, Cromwell. Ja. Also, wenn du den Schuss auf den Gromwell nimmst, dann kannst du auch den Schuss auf den ELC nehmen. Weil dann wäre der ELC jetzt vielleicht mit ein bisschen Glück schon raus gewesen. Weil die Position, die der Grommel da hat, die ist äh, auch nicht besser zu treffen. Ähm, und das sieht man hier auch. Also, erstens, sehr, sehr lang gezogenes Fadenkreuz. Der Gromwell steht da, hat da diese Auffahrt dran. Und wenn man dann nicht gerade den Panzer direkt trifft, dann, ja, passiert zweimal genau das. Und wie gesagt, da hätte man auch auf den ELC schießen können. Das äh, wäre ein ähnlich äh, riskanter oder nicht wirklich garantierter Schuss gewesen, dass man den trifft. Aber gut, wir sind bei 163 äh, auf den Uni und es ist so ein bisschen Déjà-vu, wie so bei mir in meiner Runde. Ähm, wobei hier eher das Problem ist, du nimmst halt Schüsse, die nicht wirklich lukrativ sind. So, jetzt zielst du wieder auf den ELC. Der wird. Also, schießt einfach. Okay, jetzt auf den VK. Nee. Warum zielst du auf den VK um, um den Schuss dann doch nicht zu nehmen? W was ist die Intention dabei? Du kannst immer noch rechte Maustaste drücken, dann bleibst du auf der Stelle eingezählt, wo du gerade bist. Du kannst immer noch gucken, ob du da irgendwie drauf kommst, wo der VK war. Aber jedes Mal umzuzielen... Ja, okay, jetzt der ELC raus, das ist schon mal gut. Jedes Mal umzuzielen kostet halt unheimlich viel Zeit. Gerade wenn du dich dabei drehen musst, äh, musst du ja danach auch wieder komplett einziehen. Und das kostet einfach Zeit. Wir haben das in meiner Runde gesehen... Das ist jetzt hier bei dir nicht wirklich besser. Es ist die gleiche Art hier mit der gleichen Kanone. Ich weiß jetzt nicht genau, was du für Module drauf hast, aber du hast die Premium-Verbrauchsgröße dabei, immerhin. Aber das macht es unterm Strich halt jetzt nicht unbedingt besser. So, T122. Äh, wieso T? 122 TM, so rum. So, der Schuss. Ah, okay, das ist natürlich jetzt Pech. Der geht gegen einen Stein. Das ist, ja, ungünstig. Da ist maximal ein Stun bei rausgekommen, aber kein Damage. Und ich habe tatsächlich ein kleines Déjà-vu hier, zu meiner ersten Runde. Weil wirklich viel Damage haben wir jetzt noch nicht gesehen. So, SAPDK, das ist ein potenzieller One-Shot, wenn man den richtig gut trifft. Oder also generell auch. Wow, wow. Ja, das war, das, das, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Eieiei. Ei, ei. Ja, ist ein bisschen frustrierend, was man hier so sieht von der S51. Bisher, also mit meiner Runde und was wir bisher in der Runde hier gesehen haben. Na komm, jetzt muss. Na gut, okay. Ja, schwierig auf so einen fahrenden Leid. Da ist der Cromwell wieder. Hm, der Cromwell steht. Stand. Komm, Schuss. Yes. Jawoll. Endlich mal ein schöner Treffer hier. 226 in den Cromwell rein. Der ist gekettet und geht damit auch raus. Das war insofern wichtig, weil da wärst du Gefahr gelaufen, dass der dich spottet. Und der, oh der Heavy ist natürlich der M4. Da ist ein ist da richtiger Knaller. So T343. Ja, da kommt man ran. Da kommt man ran. Da kommt man ran. Den schön einziehen und jetzt mal den Schuss. Ja, kommt das? Der, der geht raus. Jawohl. Das geht doch. 7 zu 9. Er liegt 1200 Hitpoints vorne. Ein Kill. Wir sind bei 621 Schaden und 350 Spotting. Sehr gut. So. Jetzt ist die Frage. Geht noch mal was auf? Es ist niemand mehr da, der wirklich spotten kann. Die Lights sind alle raus. Der Gegner hat noch einen Light. Und das ist insofern natürlich jetzt kritisch, wenn man hier über die offene Fläche fahren will. Das wäre jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Ähm, okay, 122er, ja, da kriegst du eine vom Scorpion eingeschenkte Granate, Schuss, ja, Kill, nein, ich sag ja, es ist wie bei mir in der Runde, ich hab ein Déjà-vu, aber wirklich, so, da oben kommt ein Panther, das ist natürlich praktisch, der T-920 könnte hier rein theoretisch richtig gut Hold Down spielen, wir sind noch im Reload. Jetzt sind wir aber schon mal eingezählt. Das ist gut. Und dann kann der Panther jetzt so eine richtig schöne fette Granate verpellt kriegen. Komm schon, jetzt gib ich mal eine richtig fette hier. Nein, der fährt zurück. Neun, 19, das war knapp. Oh mein Gott, ich krieg richtig Angst. Irgendwie, und das habe ich jetzt schon 5000 Mal jetzt in dem Video hier gesagt, habe ich den Eindruck, dass diese 152 mm Kanone schon mal besser funktioniert hat. So, komm jetzt nochmal. In die Seite des Panthers. Immerhin, 182, damit kann man auf Tier 7 in der Artillerie leben. Erst gestunt. wir sind bei 822 Damage, wir sind immer noch bei 350 Support und keiner kann den Panther rausnehmen. Und wir sehen schon, der T29 hat jetzt irgendwie fast seine gesamten Hitpoints dafür aufgewendet, gegen diesen Panther zu kämpfen. Das war jetzt natürlich nicht so geil. Der Tiger dahinter ähm, denkt sich so, oh, pff, warum, warum, warum muss ich mich da bewegen? Wie viele Hitpoints hat der Tiger noch? Der Tiger hat noch die halben Lebenspunkte. Der Tiger hat den ähm, Stein da lieb. Ja. Tiger in der Base schreibt der Stritzwagen 81. Im Grunde ähm, auch der Hinweis hier: kauft euch keinen Stritzwagen 81. Das ist im Grunde nichts anderes als dieser Sabaton-Panzer. Ähm, tut es nicht. Er ist einfach schlecht. Macht es nicht. 230er Alpha mit äh, Standard-APCR ist ähm, grauenhaft. So, da geht der Panther. äh, der SAPDK raus. Entschuldigung. Schön, das war wichtig, weil der SAPDK ist rein von der Mobilität und von der Kanone her sehr, sehr gefährlich jetzt in, dieser, in diesem Late Game gewesen. Das ist dann Kill Nummer 2. Wir sind bei 962 Damage und 350 Support weiterhin. Und ähm, es sieht nicht wirklich gut aus. Die Gegner haben immer noch einen Light, der spotten kann. Die Gegner haben auch einen dicken Max, der eine gute Sichtweite hat. Also auch ein guter TD, wenn er seine Mobilität. Die mal außen vorlässt. Ähm, noch ein T252 und ein Tiger, der in der Basis rumkämmt und da einen auf TD macht. Gut, unser Tiger macht das im Grunde auch. So, wir machen mal ein bisschen Zeitbeschleunigung. Wir gucken mal, ob irgendwo was aufgeht. Eigentlich kann der Gegner das jetzt hier easy going ausspielen. Also wenn. Wenn der Gegner, also wenn die Gegner ihren Scout gut unterstützen und der einen guten Spot liefert, ist das hier eigentlich, also muss das ein Auto-Win sein. Das, das kann man nicht anders sagen. Okay, wir waren noch in der doppelten Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, woher er jetzt die Information hatte, dass da der Leid gestanden haben könnte, aber er ballert da einfach mal blind rein und da geht der VK raus. Extrem wichtig. Das ist wirklich wichtig, um hier die Runde noch offen zu halten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, der Leid vom Gegner hätte das hier entscheiden können, unter der Voraussetzung, dass auch die restlichen Gegnerpanzer hier ordentlich mitmachen. So, der M4 deckt links, der Tiger kuschelt mit dem Stein, der Skorpion rückt jetzt nach. Und jetzt heißt es im Grunde nur, versuchen zu spotten, ohne gespottet zu werden. Und dann hoffen, dass, der, dass die Tigerkanone arbeiten kann, dass die Scorpion G-Kanone arbeiten kann. Oder die Scorpion, ist ja der Scorpion ohne G. Da ist der Tiger. Sehr gut. Der hat sich also jetzt aus der eigenen Basis rausbewegt. Wir zielen ein. Das ist relativ weit dahinter gezielt. Guck mal, ja, das ist doch schon mal besser. Genau. Sehr schön. 255 erst gestunt. Wir sind bei 1200 Damage plus dem Blindschuss auf den Scout. Jetzt ist die Frage, gibt es noch ein bisschen Unterstützungsschaden auf den Tiger? Jawoll! Da kommen die Schüsse endlich mal, so wie man sie gerne haben möchte als Artillerist. Und der Tiger geht auch komplett raus. 746 Stun Damage hier gefarmt. Sehr gut, sehr gut. Das ist wichtig. Damit ist es von der Kanonenanzahl mittlerweile gedreht. Es steht 12 zu 11. Der eigene Tiger lässt sich da am Stein so ein bisschen von der gegnerischen Artik ähm, ja, wie soll ich sagen? Behaken. Und der Scorpion geht jetzt auf Spotkurs. Und jetzt ist wieder wie hier am Werk und guckt sich einen Busch aus. Wartet jetzt, dass eventuell ein Schuss von der GW Panther kommt. Den, der kam auch, aber den hat er nicht gesehen. Das heißt, die steht irgendwo anders. Jetzt guckt er noch mal hier, aber eigentlich, ja, jetzt ist die Frage, wartet man jetzt noch mal auf den nächsten Schuss von der gegnerischen Artillerie, um sie im Zweifelsfall zu countern? Oder versucht man jetzt dem AMX M4 da zu helfen, der eventuell gleich den T25-2 aufmacht? Hm, schwierig. Ich würde jetzt eher dem M4 helfen. Ähm, weil die Frage ist auch, ob die GW Panda jetzt noch mal einen Schuss nachsetzt, weil der Tiger mittlerweile wieder anspottet. Ach, guck mal. Guck mal. Jetzt musst du aber auch dahin schießen. Immerhin, du hast dich ja zwischen deinen Schüssen auch nicht wirklich bewegt, also. Gut, mittlerweile. Ist der Skorpion durch. Damit wissen wir aber, dass der T25-2 irgendwo anders steht. Wow. Hut ab. Also, ich meine, alles richtig gemacht, ne? Ich hätte gedacht, dass. Ähm also falsch. Ich habe ja gesagt, der c 2 steht woanders. Damit hatte ich recht, weil er steht nicht mehr an dem Stein, wo er ursprünglich mal gespottet war. Mhm. Ähm, und dann hier den Baum fallen zu sehen, den Schuss aber erstmal nicht zu nehmen. Gut, das kann man machen. Ja. Hopp oder top. Aber dann dann hin zu schießen, als der Scorpion rausgeht, das war richtig gut. Also das war jetzt richtig gut. Damit ist es jetzt bloß und der dicke Max. Und der hat natürlich äh, insofern den Vorteil, dass der. Ähm dass der eine richtig gute Sichtweite hat, unter der Voraussetzung, dass der mit einem Scherenfernrohr spielt. Aber der Digga mag selbst ohne Scherenfernrohr ohne Scherenfernrohr ist ein schwieriges Wort, ist schon, ähm, wenn er da hold down hinter dieser kleinen Böschung stehen kann, schon gefährlich. Weil der hat einfach auch einen guten Alpha, eine gute Kanone. Und ähm, ja, das kann jetzt hier im Zweifelsfall noch dazu führen, dass gleich der AMX ähm, M4 rausgeht. Und ja, dann ist die Frage, ob der Tiger sich doch nochmal aus der Basis oder auch von dem Stein entfernt oder dort einfach stehen bleibt. So, noch zwei Minuten. Was ist der lös? Geht jetzt mal was auf hier? Der M4 ist nicht gespottet gewesen. Also er hat jedenfalls kein Damage bekommen. Damit ist natürlich jetzt die Frage, wo ist die Artillerie? Die GW Panther hat übrigens so gut wie gar keinen Tarnwert. Da ist sie. So Schuss, komm, hol dir den Kill noch. Hol dir den Kill, bevor der M4 schießt. Ja, komm, kill. Yes. Kill Nummer 5. So, und jetzt ist die Frage. Wo ist der dicke Max? Er ist hier irgendwo. Der M4 bekommt Schaden. Unser Tiger oder so hat sich jetzt endlich mal aus der Basis raus bewegt. Oder aus, von dem Stein weg. Falsch. Also er scheint nicht in der Basis, aber von dem Stein weg. Hätte er mittlerweile eigentlich viel früher machen können. Weil jetzt fährt er auch noch den langen Weg über den Berg. Ich meine, ernsthaft, Junge, guck mal auf die Zeit, die läuft. So ein Schwachsinn. Ach oh, Gott, ey. nee. Aber er hat vermutlich Angst, dass er noch mehr Kratzer und seine Panzerung kriegt. So, der M4 war offen. Er hat Schaden bekommen. Aber er bekommt keinen weiteren. Da ist der. Wow, okay. So jetzt schön treffen schön 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 treffen Schuss Schuss du musst schießen damit du nochmal schießen kannst im Zweifelsfall Nein warum also du ticken zu zögerlich würde ich sagen weil jedenfalls Damage auf den Dick Max hättest du noch kriegen können wenn nicht sogar den Kill weil der Schuss in die Seite in die in das Blech oben drauf hätte durchaus auch ein Durchschlag sein können hier sehen wir die Auswertung. Es gibt eine erste Klasse, ansonsten keine größeren Medaillen weiter. Insgesamt, wo sind wir hier? 1393 Schadenspunkte. Ist jetzt erstmal nicht so viel. Fünf Kills allerdings und insgesamt 953 Basiserfahrungspunkte bringen dann den ersten Platz aus seinem Team. WTF, muss man fast schon sagen. Wenn du an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel auf den Dick Max am Ende, aber auch am Anfang auf den ELC, ein bisschen mutiger gewesen wärst und einfach mal abgedrückt hättest. Wäre hier vielleicht sogar noch mehr rausgekommen, als hätte dann vielleicht eventuell hätte hätte Fahrradkette fürs Panzerass gereicht. Insgesamt ist das mit den Werten aber schon irgendwie überraschend, ähm, dass das eine erste Klasse wird. Zumal das er ja jetzt irgendwie keine komplette Low-Tier-Runde war. Das ist echt irgendwie strange. Wir gucken mal die Kills ähm, auf die GW Panther, auf den 6er, auf den 8er, auf den 7er, auf den T-34-3 ist ein 8er. Ja, also, es ist jetzt... Also, ich will die Runde gar nicht so schlecht reden. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Ich bin trotzdem überrascht, dass ähm, das halt ein 300, äh, 953 Base gibt. Naja. Aber wir haben auch hier gesehen, was die Probleme dieser Kanone oder dieser Artillerie ist. Ähm, 17 Mal geschossen, 6 Mal nur genau ähm, getroffen, 12 Mal Splash Damage. Ja, also... Ich, ich nenne es mal schwierig. Ich bin da gerne mal auf eure Meinung gespannt. Aber irgendwie... Eigentlich ist die Kanone ja fast eigentlich ist sie identisch zur SU-14-1, aber irgendwie ist es trotzdem, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht wirklich beschreiben. Tagessieg, Boni, insgesamt 7.500 Erfahrungspunkte. Ist also hier zum Erforschen des Tag Trees ganz nett. Trotzdem aktuell vielleicht nicht unbedingt meine Favoritenartillerie, aber auf dem Weg zur 261 muss man da halt durch und das Objekt 261 ist einfach ja, auf Tier 10 jedenfalls mit einer der besten Artis meiner Meinung nach, aber das kennt ihr ja schon. Wenn es euch gefallen hat, Teilt das Video gerne weiter. Das hilft mir und meinem Kanälen wirklich sehr. Vielen Dank dafür. Und mein Dank geht auch raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt: Kulle, Gorwin, Cotano, Carbein, Baron ähm, und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.